wieder, dieses Mal nicht am Strand, sondern in Medina Sidonia, einem wunderschönen Bergdorf mit unglaublich viel Kultur. Und was wir da gemacht haben, das sehen wir jetzt im kommenden Video. Nach unserem wunderschönen Strandaufenthalt haben wir heute Morgen unseren Stellplatz verlassen und fahren nun ins Landesinnere, in das wunderschöne Bergdorf Medina Sidonia. Medina Sidonia liegt ca. 30 km von Cadiz entfernt und war für uns heute circa eine halbe Stunde Anfahrt. Über eine schöne Landstraße erreichen wir nun unseren Übernachtungsplatz für die nächsten Tage. Der Parkplatz ist gebührenfrei, es gibt keinen Service. Jedoch ist die Altstadt fußläufig innerhalb von 5 Minuten zu erreichen. Die Anfahrt zu diesem öffentlichen Parkplatz ist für jedes Fahrzeug, auch für große Gespanne, problemlos machbar. Vom Parkplatz aus hat man einen wunderschönen Blick ins Tal und wir haben hier drei ruhige Nächte verbracht. Draußen geht heute ein richtig heftiger Wind, deswegen haben wir uns hier nach drin verkrümelt. Wir dürfen sogar die Hunde mit reinnehmen, was in Spanien auch nicht immer so einfach ist. Und wir haben so eine süße Tapas-Bar gefunden und der war so süß. Jetzt hat er uns hier was gemacht. Ich weiß nicht so genau, was es ist. Ich glaube, es ist Thunfisch, das sind Oliven, es ist Salat mit, was da oben drauf liegt, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Aber es schaut alles super lecker aus, der Wein ist gut, ich trinke meinen Tinto Verano, mittlerweile mein Nationalgetränk in Spanien, Rotwein mit so ein bisschen Zitronenlimo. Ja, und ganz ehrlich, wegen mir kann es ruhig halt noch ein bisschen draußen winden und stürmen. Ich glaube, wir werden hier jetzt gleich besser wachsen. Es gab Nachschub. Also ob das noch unter Tapas läuft, weiß ich nicht. Es ist irgendwas Schweinisches. Es sind Schweinchen Cross und Schweinchen, keine Ahnung, dunkel. Pommes sind lecker. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Da bin ich glücklich.
unfassbar, waren wir jetzt noch im Süßigkeitengeschäft. Medina Sidonia ist bekannt für die maurischen Süßigkeiten, die es hier gibt. Das sind die Artesanos. So sieht es aus. In so einem Schächtelchen haben wir die bekommen. Und die sind so ein bisschen wie so gerollte Bonbons. Die Teile heißen Alfajores. Alfajore. Die gibt es in allen Farben. Ist ein bisschen wie die Ampel. Rot, grün, gelb und blau. Von der Zebrastreifen. Ist ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist mit Mandeln, das andere ist mit Nüssen, Marzipan. Also ich habe schon ein halbes gegessen. Es ist sehr, sehr lecker. Und wenn ihr hier seid, würde ich euch die unbedingt empfehlen. Und wir haben noch mehr. Wollen wir es mal auspacken? Ich konnte mich gar nicht entscheiden in dem Geschäft, weil die hatten so viel leckere Sachen. Das einzig Gute daran war, dass wir zur Tapas gekommen sind und wir schon satt waren. Weil sonst wäre das wahrscheinlich eskaliert. So sieht es aus, wenn es nicht eskaliert bei uns. Das hier habe ich noch nicht probiert, aber guck mal, mit Datteln. Das ist so Marzipan mit Datteln. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das riecht schon so lecker. Und das hier weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mit Nüssen. Dann ist hier eins mit so einer Bissé-Schaum. Und hier, oh, das ist mit Mandelcreme. Das ist mit Sicherheit alles komplett kalorienfrei. Und ich glaube, Abendessen brauchen wir heute keins mehr. Ich esse jetzt noch meine Stange aus Medina Sidonia. Die esse ich ganz alleine. Die teile ich auch nicht. Schwarz. Wir wollten auf diesen Turm hochgehen, aber im Moment, da oben ist noch mehr Wind und schon noch mehr Regen. Jetzt haben wir hier so einen total schönen Innenhof gefunden und jetzt warten wir einfach mal ein bisschen ab und gucken. Medina Sidonia ist arabisch und heißt die Stadt von Sidon. Die befestigte Stadt wurde von den Phöniziern gegründet, welche aus Sidon stammten. Anschließend war der Ort eine wichtige römische Kolonie. Im 8. Jahrhundert geriet die Stadt unter maurische Herrschaft, bis sie 1440 Sitz eines christlichen Herzogtums wurde. Medina Sidonia befindet sich auf einem Hügel von 340 Meter Höhe und ist ca. 45 Kilometer von der Hauptstadt der Provinz Cadiz entfernt.
Obwohl das Wetter regnerisch war, haben wir den Aufenthalt in Medina Sidonia sehr genossen und können jedem einen Besuch dieser Stadt nur empfehlen. Wir wieder. Wir dachten, wir haben zwei Gerichte bestellt. Wir haben drei bestellt. Und die anderen beiden Gerichte waren nur die Vorspeisen. Und das ist unser Hauptgericht. La pregunta, ¿de dónde es uno con café? ¿De dónde es uno con café? Gracias. Ich teile das mal gerecht auf, ne? Oh mein Gott, guck dir mal das an. So laut zu sprechen, obwohl wir ganz allein sind. Ich bin da immer so ein bisschen andächtig. Wir sind in der Kirche. Das gehört hier zu dieser Al-Kasba von Medina Sidonia. Und ich bin total überwältigt. Es ist einfach so schön hier. Unglaublich.
wir haben jetzt ein paar Tage viel Kultur hinter uns. Ein bisschen Essen, aber mehr Kultur. Wir sind jetzt noch im Archäologischen Museum und wir hatten wirklich kulturell viele, viele Eindrücke in Medina Sidonia. Ich kann es nur jedem empfehlen, hierher zu kommen, der ein bisschen Kultur und ein bisschen mal sehen möchte, wie die Römer früher 500 nach Christus gelebt haben und was die hier in diesem Phönizerdorf gemacht haben. Wir gehen jetzt nicht unter die Erde. Nein, wir fahren heute weiter. Und wohin die Reise geht und was wir machen, das seht ihr natürlich in unserem nächsten Video. Deswegen like das Video, drückt die Glocke und abonniert den Kanal. Musik.